Vor 2 Jahren hat Nora ihren Verlobten auf tragische Weise verloren. Er ist in ihrem gemeinsamen Haus verbrannt. Da stand in dieser Nachricht von Facebook: Nora, ich hoffe, bei euch ist alles in Ordnung und ich hoffe, dass der Tote nicht Josh ist. Und dann ist mein Handy abgestürzt. Oh, fuck. Und das ist, war dann auch so, als ob mein Leben abgestürzt war. Danach hat sie alle Erinnerungen in eine Kiste gepackt und seitdem nicht mehr reingeschaut. Und ich darf heute dabei sein, wenn du diese Kiste öffnest. Ich will herausfinden, was passiert mit uns nach dem Tod eines geliebten Menschen. Nora, wir sind jetzt hier im Wald. Hat der Wald irgendeine besondere Bedeutung für dich? Ja, weil das für uns beide so ein Ort war, wo wir gerne waren und Josh den Wald geliebt hat und ich auch. Wenn du im Wald bist, denkst du dann noch häufig an Josh? Also es war auch so, das Jahr, nachdem er gestorben ist, bin ich jeden Tag in den Wald gegangen und habe eigentlich immer an ihn gedacht, wenn ich spazieren gegangen bin. Und ich habe auch immer Selbstgespräche geführt. Manchmal mit Josh gesprochen, manchmal einfach nur mit mir. Ich glaube, das war auch ein ganz großes Stück oder ein wichtiges Stück für mich, um das zu verarbeiten. Wenn du Josh beschreiben würdest, wie war er? Er war ein sehr sensibler Mensch, ein sehr empathischer Mensch. Auch ein bisschen geheimnisvoll, sehr ruhig, sehr zurückhaltend. Hat es geliebt, im Wald zu arbeiten. Ohne dem konnte man jeden Scheiß bauen. Wie sah denn die Zeit aus, eure gemeinsame Zeit? Und ihr wart ja sogar auch verlobt dann. Mhm. Kurz bevor dieses Unglück passiert ist. Das war eine total schöne Zeit, wo ich jetzt im Nachhinein auch total dankbar für bin, weil das war wie so ein Zauber, weil es war Hochsommer, es war super warm und wir haben eine ganz schöne Zeit in unserem Haus verbracht. Wir hatten Pool, wir waren jeden Tag schwimmen, waren ganz viel im Wald unterwegs und es war eine total unbeschwerte, lockere Stimmung. Und eure Lebenssituation, wie war die? Also wir hatten zusammen dieses Häuschen in der Nähe von Frankfurt und ich habe in Hannover studiert und wir haben einfach den Sommer nochmal in dem Haus verbracht und genossen. Josh und du, ihr habt ja auch vor seinem Tod schon eine ziemlich schwere Zeit, vor allem für dich, durchgemacht und zusammen erlebt. Und darüber haben wir auch heute Morgen schon gesprochen. Nora, wo sind wir hier und was ist das für ein Ort? Das ist jetzt die Wohnung von meiner Mutter und meinem Vater. Und die sind vor 3 Jahren hierher gezogen und haben hier fast ein halbes Jahr gewohnt. Und dann, kurz nach Weihnachten ist mein Vater hier in dieser Wohnung verstorben. Mhm. Hat sich das irgendwie abgezeichnet über eine längere Krankheit? Nee, es kam ganz plötzlich. 3 Tage nach Weihnachten kam der Anruf von meiner Schwester und das war für alle ganz unerwartet. War dir denn dann relativ schnell klar, dass du auch deinen Vater auch noch mal sehen willst? Auf dem Weg im Auto hierher habe ich ständig überlegt, will ich ihn sehen oder nicht, weil ich wusste, er ist in der Wohnung gestorben. Ja. Und ich habe dann für mich entschlossen, ich will ihn nicht sehen, weil ich noch nie damit konfrontiert war und ich habe mir das nicht zugetraut und ich hatte total Angst davor und hatte noch nie eine tote Person gesehen und hatte also ich habe immer Angst vor dem Tod gehabt. Das war für mich immer so das schlimmste Thema. War deine ganze Familie schon dort und war dein Verlobter auch die ganze Zeit dabei? Genau, mein Verlobter, der war die ganze Zeit dabei. Der war auch derjenige, der das alles so in die Hand genommen hat. Und er meinte: Nora, wir fahren jetzt. Und hat dann die Schlüssel genommen, hat mich ins Auto gepackt, hat mir ganz viel Schokolade auf den Schoß gelegt. Wie ist es denn dann abgelaufen hier? Also ihr seid dann alle gemeinsam ins Haus gegangen. Mhm. Und dein Vater war noch hier im Haus? Genau. Mein Vater, der ist drüben im Schlafzimmer, ist er gestorben. Und dann sind wir alle hier hochgelaufen. Und währenddessen habe ich gesagt: Nein, ich will nicht rein, ich will nicht rein. Aber irgendwie war das so ein Sog und so ein Pulk. Und dann habe ich alle vorgelassen und die sind halt alle einfach in das Zimmer reingegangen. Und auch meine Schwester mit ihren 2 kleinen Kindern und mein Bruder mit seiner kleinen Tochter. Das war irgendwie so ganz selbstverständlich, dass sie alle reingegangen sind. Und ich bin dann als letztes rein und ich weiß noch, dass ich reingegangen bin und dann habe ich ihn da liegen sehen und das war wirklich schlimm. Das war wirklich krass, ihn da tot zu sehen. Also das war der Raum, in dem dein Papa gelegen hat? Genau. Also wir sind alle hier so durch die Tür und das Bett stand hier nicht und dann standen wir hier so drumrum. Kannst du beschreiben, was in dir vorgegangen ist, als du durch die Tür gekommen bist und nach hier geschaut hast? Ja, Angst und Faszination. Und es war so gut, dass meine ganzen Geschwister um mich rumstanden, dass ich nicht allein war. Und auch, wie schön das ist.
Also, dass die ganzen Blütenblätter auf ihm waren und eine Kerze an war und er einfach in seinen Lieblingsklamotten da lag. Und am Anfang war ich so ganz distanziert und war eher hier in dem Bereich vom Raum. Und am Ende saß ich neben ihm und hatte meinen Kopf auf seiner Brust liegen. Okay. Ja, und das ist so ein richtiger Prozess, den ich nicht geplant habe, den ich nicht erwartet habe und der einfach passiert ist. Mhm. Also wir waren 3 Tage hier, weil meine Mama hat irgendwie entschieden, sie will 3 Tage Totenwache machen. Und was hast du von dem Plan gehalten am Anfang? Also warst du direkt überzeugt, dass das ein guter Plan ist, dass es wichtig ist für deinen Prozess? Nee, überhaupt nicht. Also ich dachte, ihr spinnt doch, 3 Tage jetzt bei einem Toten zu sein. Und das war für mich im Endeffekt das Allerbeste, was wir machen konnten. Und ja, dadurch konnte ich erst diesen Prozess eingehen, ihn dann auch anzufassen und das nicht nur mit Schlimm zu verknüpfen. Und glaubst du, das war wichtig für dich? Ja, das war für mich, ich würde sagen, die beste Vorbereitung für das Umgehen mit dem Tod. Ich glaube, hätte ich dieses Erlebnis mit meinem Vater nicht gehabt, dann hätte ich das mit Josh nicht so gut verarbeiten können. Das ist der Stein, wo dann alle Namen draufstehen. Ja. Und das ist sein Name. Das heißt, er wurde aber dann irgendwo hier begraben? Genau, 5 Schritte von diesem Stein hier. Mhm. Also wir haben das immer gemessen. 1, 2, 3, 4, 5. Und das ist genau hier diese Stelle, ja, wo er begraben war, ist. Und welche Erinnerung hast du an die Beerdigung, an das Begräbnis? Die Beerdigung war für mich tatsächlich ein super anstrengender Tag. Mhm. Es waren so viele Menschen da und alle waren traurig und man selber kann einfach die Emotionen nicht irgendwie zulassen. Und das finde ich schade, dass ein Trauerprozess oder ein Abschiedsprozess normalerweise auf einen Tag beschränkt wird, mhm, auf die Beerdigung. Was hat dir geholfen, um den Tod deines Vaters zu verarbeiten? Auf jeden Fall diese Totenwache und dass ich Josh hatte, ja. Mhm. Mein Vater ist gestorben, die Vergangenheit war weg und ich hatte aber Josh und das war so ein, das war auf jeden Fall ein großer Halt für mich, weil ich wusste, okay, mit ihm habe ich eine Gegenwart und eine Zukunft. Das ist einmal ein Bild, wo Josh und ich am Sarg stehen. Und das war quasi genau hier, ja? Genau. Ich finde das nur so tragisch, dass gerade der Mensch, der dir da so am nächsten gestanden hat in dem Moment und dir am meisten auch geholfen hat, wie du sagst, mit dem Tod deines Vaters umzugehen, ja, dann kurz darauf selbst gestorben ist. Ich habe mal ein bisschen Angst vor der Treppe. Ja, das ist die Kiste. Und war das schwer für dich zu entscheiden, was du behältst und was nicht? Nee, das war ganz klar, was ich behalte und was nicht. Mhm. Und es war auch so, dass ich früher mal ganz viel an Dingen festgehalten habe, aber da, es war so ein ganz intuitives, schnelles Gefühl. Und ich habe da für mich dann einfach entschieden, okay, was ich brauche und was nicht. Nora, erinnerst du dich noch an das letzte Gespräch, das du mit Josh hattest? Ja, das, also so das richtige Gespräch, das war an dem letzten Tag, mhm, wo ich in dem Haus war, weil es war geplant, dass ich nochmal die ganzen Sachen ins Auto packe und schon mal vorfahre nach Hannover. Und das wollte ich so am Nachmittag machen. Und dann sind wir hochgegangen auf diese Wiese, wo er einen Baum zersägt hat und das war eine große Lichtung. Und das weiß ich noch, dass ich ihn da hingebracht habe und wir haben uns verabschiedet. Und dann habe ich mich umgedreht und bin gegangen. Und dann hat er mich noch einmal gerufen und meinte zu Nora. Und dann habe ich mich umgedreht. Und dann meinte er, ich vermisse dich jetzt schon. Und dann war ich so ganz verwirrt und meinte so, hä? Wir sehen uns doch in 3 Tagen wieder. Mhm. Und dann meinte er, ja, aber irgendwie vermisse ich dich jetzt schon. Mhm. Und musste ich lachen und dann bin ich einfach weitergegangen. Du bist dann nach Hannover gefahren. Und was ist dann passiert? Ich kam dann abends, ja, gegen Abend in Hannover an. Und dann habe ich mich schlafen gelegt. Ich hatte kein Ladekabel. Mein Handy hatte nur noch 5% Akku. Bin dann aufgewacht und hatte ganz starke Kopfschmerzen. Und ich habe irgendwie gespürt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Aber ich konnte es nicht festmachen oder so. Und habe dann aber gedacht, okay, Nora, du machst jetzt dein Handy an. Weil ich die ganze Zeit in Gedanken bei Josh war,
und checkst es einfach ab, weil dann kannst du in Ruhe einfach weitermachen und in die Schule gehen. Mhm. Weil ich gemerkt habe, ich konnte mich nicht mehr auf meine Dinge konzentrieren. Und dann habe ich mein Handy angemacht und ich hatte nur noch 2%. Und dann kam eine Nachricht von Facebook von einer Frau. Ich kenne die nicht, ich habe noch nie mit ihr gesprochen. Und da stand in dieser Nachricht von Facebook: Nora, ich hoffe, bei euch ist alles in Ordnung. Und ich hoffe, dass der Tote nicht Josh ist. Und dann ist mein Handy abgestürzt. Oh, fuck. Und das war dann auch so, als ob mein Leben abgestürzt war. Ich hatte kein Handy, ich hatte kein Ladekabel. Ich habe allein in einem anderen kleinen Dorf gewohnt. Und das war richtig schrecklich. Was ist denn da in deinem Kopf vorgegangen? Also, welches Szenario hast du dir ausgemalt oder hast du überhaupt drüber nachgedacht? Oder? Ich hatte keine Ahnung, weil ich wusste nur, dass irgendwas passiert ist und dass es eine tote Person gibt. Ich stand erstmal nur zitternd im Raum. Und dann dachte ich, ich brauche jetzt... Genau, dann hat sie Klick gemacht und dann habe ich nur funktioniert. Und ich wusste, ich brauche jetzt ein Ladekabel und ich brauche ein Handy und ich muss zu irgendwem, sonst kippe ich hier um. Mhm. Und dann bin ich ins Auto gesprungen, habe meinen Schlüssel genommen und bin barfuß in unsere Schule gefahren mit dem Auto. Und was hattest du in dem Moment denn gedacht, was passiert ist? Du hattest ja nicht viele Informationen. Nee, also nichts. Ich wusste nur, da ist was passiert und es gibt einen Toten. Und das war so unrealistisch. Man rechnet nicht mit sowas im eigenen Leben. Mhm. Das heißt, du bist im Schlafanzug dann in die Schule gefahren? Am Empfangstresen waren dann zwei Klassenkameradinnen von mir. Und ich habe denen dann gesagt, ich glaube, mein Freund ist gestorben und ich brauche ein Ladekabel. Und dann ist auch gleich eine sofort los und hat ein Ladekabel geholt. Und ich habe mir währenddessen von jemand anderem das Handy ausgeliehen und habe dann von einer Frau aus dem Dorf, mit der wir zusammengearbeitet haben, die Nummer rausgesucht aus dem Internet und habe sie dann angerufen. Mhm. Und was hat die dir erzählt? Genau, ich habe sie angerufen und ich habe im Hintergrund dann ganz viele Menschen gehört und sie wirkte total gestresst und wusste nicht, dass ich das bin. Und dann habe ich gesagt, dass ich das bin und ich wollte wissen, was passiert ist. Und dann meint sie, das kann sie gerade auch nicht sagen, sie weiß es nicht. Aber es ist was Schreckliches passiert. Und dann meinte ich, ja, was ist denn passiert? Und dann meinte sie, ja, unser Haus ist abgebrannt. Mhm. Und es gibt eine tote Person. Und dann habe ich gefragt, das ist Josh. Und dann meint sie, ja, wissen sie nicht. Und dass gerade die Kripo da ist und die Feuerwehr und dass sie mich später zurückruft. Mhm. Und was ging da in dir vor? Es war so ganz still um mich rum und in mir. Und dann habe ich ganz laut geschrien. Dann habe ich richtig laut geschrien und ich glaube, ich habe Nein geschrien. Und dieser Schrei hat so gut getan, weil ich in dem Moment, in diesen Schrei, meinen ganzen Schmerz reinlegen konnte. Und dann habe ich geweint und habe ganz doll gezittert. Ich habe so gezittert und mir war auf einmal so kalt. Und habe mich dann auf einmal wie von außen betrachtet. Mhm. So, jetzt sitzt sie da alleine und weint. Und das ist wie gerade in einem wirklich schlecht gemachten Film. Mhm. Ich finde diese Situation, wenn du die so beschreibst, einfach so schlimm. Also einfach, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie sich das anfühlen muss, wenn von heute auf morgen auch so das Leben in dem Moment, glaube ich, ja auch einfach so wirkt, als wäre nichts mehr wie vorher. Das war wie so ein Flashback, von wo ich die Nachricht von meinem Vater bekommen habe. Mhm. Und nur, dass es viel schlimmer war, weil ich alleine war, weil ich keine vertraute Person an meiner Seite hatte und ganz weit weg von meiner Familie war. Und das war für mich auch klar, okay, hier passiert gerade was wirklich Schlimmes. Mhm. Und ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Hast du denn noch eine Art Hoffnung gehabt, dass es eben gar nicht Josh ist? Ja, man konnte ihn rein vom Bild her nicht mehr identifizieren. Also er war komplett verbrannt. Dann war klar, okay, er konnte nicht identifiziert werden und er muss jetzt zur Gerichtsmedizin. Und das hat dann 2 Wochen gedauert, bis er identifiziert wurde. Mhm. Und das waren 2 Wochen, in denen ich so in der Luft geschwebt bin und die so 2 Wochen einfach nur jeden Tag Angst waren. Ja. Mhm. Aber mir war klar, er ist es, weil er hätte sich sonst bei mir gemeldet. Und wer soll es sonst gewesen sein? Wir haben allein in dem Haus gewohnt. Und ja.
Wie waren denn deine Wochen dann danach? Ich habe dann das Gefühl für Zeit und Raum total verloren und wir sind ganz viel rumgereist, wir sind zu Freunden, wir sind dann zum Haus gefahren. Wie war der Moment, als du vor diesem Haus standest, dass du ja das letzte Mal ganz anders gesehen hast und auch wusstest, was da passiert ist? Ja, das war, wir sind in das Dorf gefahren und dann sind wir so um die Kurve gelaufen und dann habe ich es auch gesehen und dann, das war dann in dem Moment schrecklich, aber dann war es auch wieder so, als ob ich mich von außen betrachtet hätte. Ich habe auch nicht geweint oder so, sondern für mich war es auf jeden Fall so, dass ich dann, sobald ich sehen konnte, damit besser umgehen konnte. Mhm. Meine Familie war unten oder ein paar von meinen Geschwistern und dann habe ich denen gesagt, ich will euch das Haus zeigen und dann war ich total euphorisch und war total fröhlich. Mhm. Und ich glaube, das war auch so eine Übersprungshandlung oder so eine komische Reaktion. Aber ich wurde da einfach so angenommen von denen und die mussten dann auch irgendwie lachen und meinten, okay, Nora, dann zeig uns das Haus. Und ich habe mich in keinem Moment in diesen Trauerphasen so gefühlt, als ob ich irgendwas Komisches mache von den Emotionen oder Reaktionen. Mhm. Wir hatten vor dem Haus so einen Pool und es war ein wunderschöner Tag, weil die Sonne hat geschienen, es war total warm, die Vögel haben gezwitschert und dann dieses Paradies mit dem Pool und dann im Hintergrund diese abgebrannte Ruine. Mhm. Und dann hatte ich das Gefühl, ich will jetzt in diesen Pool springen. Dann habe ich meine Klamotten ausgezogen und bin in den Pool gesprungen. Und auch da hat keiner gesagt, Nora, das macht man nicht oder macht das jetzt nicht. Sondern meine Geschwister haben dann auch ihre Klamotten ausgezogen und wir sind dann zusammen in diesen Pool gegangen. Und die waren dann einfach bei mir und sind dann ein bisschen rumgeschwommen in dem Pool. Ich finde es voll schön, dass du da immer so auf dein Gefühl gehört hast. Und dass sich die anderen da auch offenbar ziemlich drin unterstützt haben in dem. Ja. Gab es denn einen Moment, wo du dich nochmal von Josh verabschieden konntest? Also der Leichnam wurde freigegeben und dann wurde er zum Bestattungsinstitut gebracht. Und dann bin ich in das Büro und ich war total aufgelöst, ich war total fertig mit den Nerven, habe geweint und meinte, ich will zu Josh noch einmal, ob ich mich von ihm verabschieden kann. Und dann wurde ich abgeholt und dann wurde so ein Raum aufgeschlossen und dann stand da dieser Sarg in einem wirklich schönen Raum mit Pflanzen und Kerze und der war irgendwie gelb gestrichen und es war ein ganz schöner Sarg, es war so ein Holzsarg und und dann musste ich total weinen, weil ich so glücklich war, endlich bei ihm zu sein. Das war wie nach einer ganz langen Reise, wo wir getrennt waren und ich endlich bei ihm sein darf. Und das war mir egal in dem Moment, dass er tot ist und einfach noch einmal in der Nähe von ihm zu sein. Und dann stand ich da an dem Sarg und ich hab ganz doll geweint. Das war wie, als ob eine ganz große Last von mir weggefallen ist. Und dann war ich ganz lange an dem Sarg und es war auch so ein Begreifen. Ich habe den Sarg dann mit meinen Händen angefasst und das war das Erste seit dieser ganzen Scheiße, die passiert ist, dass ich das erste Mal, dass ich das begreifen konnte. Und begreifen, das ist ja anfassen und ich konnte es anfassen und ich konnte es endlich real wahrnehmen, was das bedeutet, was es jetzt ist. Und dann habe ich den Sarg geküsst und dann habe ich, das ist jetzt ein bisschen makaber, aber dann habe ich das gerochen. Dann habe ich einen verbrannten Geruch gerochen, so einen leichten Verwesungsgeruch. Und das war in dem Moment nicht abschreckend für mich, sondern so wichtig. Und dann bin ich den ganzen Sarg entlang und habe gerochen. Weil das für mich der Schlüsselmoment war, wo ich realisiert habe, okay, Nora, das ist nicht irgendeine Geschichte, die dir Leute erzählt haben, um dich zu ärgern oder so, sondern das ist jetzt die Realität. Wir stellen uns in dieser Reihe die Frage, was passiert mit uns nach dem Tod? Was glaubst du, was mit Menschen nach dem Tod passiert? Hast du eine Vorstellung? Hat die sich verändert? Ich habe vorher nie so richtig drüber nachgedacht, weil ich das Thema vor mir hergeschoben habe. Und dann war das so präsent in meinem Leben und dann habe ich mich ganz viel damit auseinandergesetzt. Und jetzt in diesem Moment kann ich irgendwie sagen, okay, ich glaube, es kommt noch irgendwas. Es ist ein Gefühl irgendwie, was ich nicht beschreiben kann. Hattest du beim Verarbeiten von deiner Trauer, von deinen Gefühlen auch eine Unterstützung? Hast du professionelle Unterstützung zum Beispiel gehabt? Hast du eine Therapie gemacht? Ja,
Also vom ersten Tag an. Das war für mich klar, ich schaffe das nicht alleine. Und ich will nicht, dass meine Familie da die Therapierolle einnimmt. Die Therapeutin, die hat einfach das professionelle Wissen und die richtigen Herangehensweisen und einfach eine außenstehende Person, die nicht emotional involviert ist. Es ist in Ordnung, sich einfach professionelle Hilfe zu holen. Das ist nicht schlimm. Das hilft so sehr, wenn man jemanden fragen kann oder mit jemandem drüber reden kann, der professionelles Wissen darüber hat. Und die begleitet mich bis heute. Wenn es euch mit dem Thema Tod nicht gut geht, wenn euch da was belastet, dann sprecht darüber oder holt euch professionelle Unterstützung. Infos findet ihr in der Infobox. Nora, wie lange hast du da schon nicht mehr reingeschaut? Das war tatsächlich, als ich die Sachen reingepackt habe und die Box zugemacht habe. Ein Jahr. Mhm. Ja. Und warum hast du seitdem nicht mehr reingeschaut? Weil ich dann umgezogen bin. Mhm. Und mit diesem Umzug auch so ein neuer Schritt begann. Und ich gemerkt habe, dass wenn ich die ganze Zeit die Sachen sehe, dass mich das irgendwie, festhält und nicht mehr Raum gibt für Neues entdecken. Wieso hast du für dich entschieden, dass es okay ist, dass wir dabei sein dürfen, wenn du in die Kiste schaust? Weil mir das irgendwie wichtig ist, zu zeigen, wie man auch einen Trauerprozess irgendwie gehen kann. War das auch der Grund, dass du dich bei uns gemeldet hast? Ja, ich war plötzlich allein um diese Erfahrung. Und das Einzige, was mir geholfen hat, war, Dokus darüber zu sehen und Menschen reden zu hören, denen dasselbe passiert ist. Also wenn du magst, dann lass uns mal reinschauen. Okay. Das ist ein Foto von uns, was uns irgendwie, finde ich, ganz gut beschreibt. Mhm. Uch. Ja, wir waren ja irgendwie gut gelaunt und ja. Mhm. Wie ist es für dich, das dir anzugucken und mich dann nochmal so zusammenzusehen? Es ist wie, als ob ich irgendwie eine andere Nora angucke. Mhm. Also es ist irgendwie schön zu sehen, weil ich so glücklich bin, dass ich diese Zeit mit ihm haben durfte. Mhm. Weil es wirklich eine schöne Zeit war und dass es ein Geschenk war und das schlimm wäre, wenn ich es nicht gehabt hätte. Und dann nehme ich den Kauf Tod irgendwie in Kauf dafür, dass ich die Zeit mit ihm haben durfte. Da sind auf jeden Fall viele Bilder. Genau, wir haben viele Fotos. Das war ein paar Tage, bevor er gestorben ist. Mhm. Ich war schon ein bisschen stolz, seine Freundin zu sein. Ist das hier eine Tasse aus dem Haus? Genau, das ist auch noch eine Tasse aus dem Haus, die, ich finde, das ziemlich stark symbolisiert, so diesen Brand. Und einen Tag vorher war sie noch in der Küche. Mhm. Und das war meine Lieblingstasse. Und in der hat er mir immer Kaffee ans Bett gebracht. Darf ich fragen, was in diesem verschlossenen Beutel ist? Ja, das sind die zwei Dinge. Das, an dem Tag, an dem ich gefahren bin, sind wir vorher noch in den Pool gesprungen. Und das sind seine Klamotten, die er da ausgezogen hat und neben den Pool geworfen hat. Mhm. Und die habe ich dann an dem Tag, wo das Haus abgebrannt ist, wo ich mit meinen Schwestern im Pool war, die ich dann wiedergefunden habe. Mhm. Und das war das Einzige, was in dem Moment also nicht verbrannt war. Und ich habe es hochgenommen und habe gerochen und es war einfach komplett sein Geruch. Und ich habe ihn diese Dinge da reingepackt und habe sie immer wieder aufgemacht und habe dran gerochen, wenn ich ihm ganz nah sein wollte. Ich habe schon ganz lange nicht mehr dran gerochen und ich habe auch nicht mehr das Bedürfnis, also ich brauche das nicht mehr. Weil ich ihn jetzt auf eine andere Art und Weise bei mir trage und ich dann nicht mehr festhalten muss. Wie ist es bei euch? Habt ihr schon mal einen geliebten Menschen verloren und wie seid ihr damit umgegangen? Erzählt mir davon gerne mal in den Kommentaren. In einer anderen Folge habe ich Vanessa getroffen. Die hat ihren Bruder bei einem Autounfall verloren und ich habe mit ihr darüber gesprochen, ob sie der Unfallverursacherin verzeihen konnte. Den Film findet ihr hier. Und hier geht es zu einem Film von True Doku. Darin nimmt Nina Abschied von ihrer kleinen Schwester Lisa.